Hallo Leute, willkommen beim LS22 auf der Karte The Valley, The Old Farm. Wir spielen diese Karte im Livestream an, um sie besser kennenzulernen. Hier für YouTube schneide ich euch diesen Livestream in handliche Videos. Wenn ich auf unsichtbare Chatbesuche eingehe, liegt das daran, dass ich beim Spielen mit einem Chat plaudere. Ja, wir können ja mal gucken, ob sie noch funktioniert nach dem Update. The Valley, the Old Farm. Und hallo Sarah Meyer und hallo Leo Doeoi. Ei, 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 ei. Jo, wunderbar. Also es gibt ja hier bei dem Update viele, sagen wir mal, eher kleinere Verbesserungen. Und da ich einen alten Spielstand weiter benutze, werden manche von den Verbesserungen auch nicht gemacht sein. Also bestimmte Huppeländerungen und so, die müsste ich dann wohl selber im Landschaftsbau machen. Hallo Nino und hallo Beaver. Was aber wohl zu funktionieren scheint, ist beim Schafstall... Oh, sie haben hier tatsächlich das Efeu deutlich verbessert, finde ich. Ja, das hing so ein bisschen unmotiviert von den Wänden runter, was ja gar nicht Efeu-typisch ist. Und Timo, du musstest neu anfangen. Wegen was musstest du neu anfangen? Wegen der Silos? Also der Fahrsilos, meine ich. Das habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich habe in meinem englischen Spielstand, wo ich hier schon Gras angesät habe, das habe ich schon ausprobiert und das hat funktioniert. Auch mit altem Spielstand. Also dass der Grasungsmod die Schafe dann ernährt. Hallo Rico und hallo Scotty und vielen, vielen Dank, Scotty. Das freut mich ja sehr. Und es freut mich auch sehr, dass dir meine Mods gefallen. So, ich hoffe, ich habe nicht jemanden übersehen. Wenn ja, schreit Hallo hier. Dann war das auf jeden Fall keine Absicht. Englischer Spielstand. Ja, Björn, ich habe auch einen englischen Gaming-Kanal, wo ich ausschließlich LS spiele. Und da habe ich ein Let's Play auf der The Valley, the Old Farm. Und eigentlich wollte ich auf Deutsch nicht auch einen Spielstand anfangen, um nicht durcheinander zu kommen. Aber ich dachte mir, okay, Streamen ist doch so anders, da komme ich vielleicht nicht so arg durcheinander. Ja, auf jeden Fall will ich hier jetzt in Kürze Gras ansehen. Und danach schaffen wir dann Schafe an. Und die sollen dann von dem Gras aus ihrer... auf ihrer Wiese sich ernähren. Ja, und schauen wir hier mal bei der Produktion. Wir können uns hier einfach mal auf den aktuellen Stand bringen, was hier so Sache ist. So, also hier haben wir Raps drin und es wurde noch nicht viel produziert. Das ist okay. Und wir haben erst sehr wenig Raps drin. Und hier haben wir schon einiges an Gras drin. Und wir haben schon ganz gut Mischration. Das heißt, heute Abend könnten wir schon ein paar Kühe kaufen. Das ist doch gut. Und FZME, das freut mich ja, dass dir meine Mods und vor allem der große Ladewagen gut gefallen. Sehr gut. Oh, Birgit, danke für den Tee. Und Hallöchen Stoppel, sei gegrüßt. Gucken wir mal, was unsere Rapsernte so macht. Ich wette, dass der Erntehelfer frühzeitig in den Feierabend gegangen ist. Da muss ich ihm vielleicht einen besonders lukrativen Preis anbieten, dass er weitermacht. Ich sehe nicht mal einen Mähdrescher. Wie? Was? Wo?
Es ist fertig geerntet. Naja, dann konnte er schon in den Feierabend gehen. Hab ich dann den ganzen Raps im Silo? Wahrscheinlich. Und hier, da müssen wir arbeiten. Okay, das machen wir sofort oder nachher. Erstmal rumgucken und dann aber wahrscheinlich dies hier als erstes. Gut, also die Rapsernte haben wir schon geschafft. Ich guck mal hier im Silo nach. Da müsste dann ziemlich viel Raps rumlungern. Ja, 25.000 Liter, das ist okay. Und 18.000 Liter Weizen. Da könnten wir dann überlegen, ob wir ein paar Hühner anschaffen und vielleicht ein bisschen Brot backen. Oh, hallo Zwergenlord, sei gegrüßt. Und hallo LSGamer23. Ah, stellst du dich schon auf den LS23 ein? Oder hat es eine andere Bewandtnis mit dem 23? Oh, und Timo, du bist bei deinem neuen Spielstand schon wieder bei 6 Stunden. Ja, das ist dann ja gut. Oh, und Timo, bei dir hat alles rumgesponnen nach Update und alter Spielstand. Kühe und Schafe sind geflogen. Na, sowas. Na, da muss ich dann bei meinem englischen Spielstand wohl auch mal gucken. Hier haben wir ja noch keine Tiere. Ist vielleicht ganz vernünftig gewesen. Oder sagen wir mal Glückssache. Denn wenn das Update jetzt nicht rausgekommen wäre, dann hätte ich ja trotzdem heute auf der gespielt. Ja, weil ich es nicht abwarten konnte. Hallo Bolle, grüß dich. Oh, und Somerset, vielen, vielen Dank für das Geschenk-Abo. Das freut mich ja. Super gut. So. Hier. Ja, überall will gegrubbert werden. Und dann neu angesät. Aber ich denke mal, wir warten mit der Neuaussaat bis zum September. Oh, Steve, das freut mich ja, dass du meine Mods immer am Start hast. Die Kirche, die wird erst zusammen mit den Häusern rauskommen als Extra-Mod, wenn die Wunzig draußen ist. Und dann wird es wahrscheinlich noch ein Weilchen dauern. Ja, weil ich die Gebäude dann erst modtauglich machen muss. Das zieht sich bei so vielen Gebäuden ordentlich hin. Also, ja, ein paar Wochen nachdem die Wunzig draußen ist, kann man dann mit der Kirche rechnen. Und wann die Wunzig rauskommt, weiß ich leider immer noch nicht. Es dauert bestimmt länger, als mir lieb ist. Oh, na prima. Das hat man davon, wenn man Chat liest beim Versuch, eine Grasschwart aufzusammeln, dann fährt man einfach nebendran. So, aber jetzt bin ich ja auf der Spur. So. Und jetzt, was ich noch mal gucken sollte, bevor ich hier Zeit ins Land verstreichen lasse. Na, erstmal das Gras aktivieren, damit man es sieht. Und dann, das hier ist noch erntereif. Das heißt, ich schicke mal hier den da zur Grasernte.
Der steht hier nämlich nur rum und weiß nicht, was er tun soll. Steve Van Hoos, okay, dann bis nächstes Jahr. Na, ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass es schneller geht. Ich glaube noch an kleine Wunder. Ne, ich habe ja selber ein großes Interesse dran, dass die Wunzig möglichst schnell rauskommt. Ah ja, und hier muss ich erstmal den Zaun wegmachen. Ich werde dann wahrscheinlich bei der Wunzig auch ja, hier und da Abstriche machen, was den Eigenbau von Gebäuden angeht. Weil das ist ja der große Zeitfresser bei mir. So. So. Jetzt darf der hier erstmal arbeiten und wir sammeln dort das Gras ein. Und da sind wir. So. Oh, Birgit, das freut mich ja, dass dir die Eisdiele gut gefällt. Und du kannst gerne heute Nacht davon träumen. Und wenn wir in Lauingen eine Eisdiele finden, dann gehen wir da vielleicht mal Eis essen. So richtig in real life. Hallo Saarschelm, grüß dich. Und Beaver, das ist schon wahr, dass es nervig ist, bei manchen Kartenupdates immer wieder einen neuen Spielstand zu beginnen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich versuche bei meinen Karten auch, dass wirklich alle Sachen, die in neuen Spielstand erfordern, das sind so Bodenarbeiten und auch Sachen mit Bäumen und mit manchen vorplatzierten Gebäuden und so, dass ich die wirklich fertig habe, wenn es das erste Mal rauskommt. Aber manchmal lässt sich's nicht vermeiden. Dann übersieht man vielleicht einfach einen katastrophalen Bodenhuppel oder sowas. Und dann, ja, dann muss ein neuer Spielstand her. Und Timo, du fragst dich, was gestern bei Giants los war. Und weil wir richtig zugeschüttet wurden mit Mods. Na, ich nehme an, die hatten endlich mal wieder Zeit, um die Mods fertig zu testen. Wie wir ja inzwischen mitgekriegt haben, sind die nicht nur beim Testen vom LS23 beschäftigt, sondern auch noch mit diesem Arena-Modus. Und ich nehme an, außerdem auch noch mit dem nächsten DLC, das kommt. Und dann, ja, dann arbeiten die nur so stoßweise die Mods ab. Als Modder braucht man da auch sehr viel Geduld. Hallo Slim HP, guten Abend. So. Mal gucken, was ich alles verpasst habe. Hm. Farmerin, die Dev-Tools, die helfen nicht immer gegen neue Spielstände. Gut, sie helfen natürlich, dass man sich praktisch das Geld wieder zusammencheaten kann, was man verdient hat. Aber wenn man sich sonst einiges schon aufgebaut hat und diese, ja, die Sachen, die einen neuen Spielstand erzwingen, die kann man auch als PC-Spieler irgendwie nicht abstellen. Und das ist auch nichts, was der Kartenbauer beschließt. So, ich bin jetzt mal böse zu den Spielern und fordere einen neuen Spielstand, sondern das liegt in der Natur der Sache, wie das Spiel aufgebaut ist. So.
Bauer Horst, ja, schau schön auf deinem Handy weiter. Eine gute Idee. Kann man ganz gemütlich irgendwo rumlungern. Ah, Saschelm, freut mich, dass dir meine Grastrocknung gefällt. Ich finde die auch sehr praktisch, weil die schön klein ist und dann wirft man sein Gras rein und sagt, okay, ich hätte gern dies und dies und das. Und wenn man will, kriegt man am Schluss das fertige Mischfutter raus. Oh, Birgit, neue Spielstände wiederherstellen. Kann man das mit Easy Dev Controls? Oh, Zwergenlord, das freut mich, dass dir meine Tutorials weiterhelfen. Und natürlich darf man du zu mir sagen. Alle dürfen du zu mir sagen. So. Hallo Yomoka, grüß dich. Ah, nebenbei selber zocken, das ist auch gut. Und Luis Otto, worum geht's? Oh, um allerlei Diverses, um neue Spielstände unter anderem. Und Rico, du magst die Hofproduktion am liebsten? Ja, die bräuchte auch mal ein Update. Aber das wird eine Weile dauern, bis ich dazu komme. Oh, Birgit, das ist ja gut. Dann... Ja, normalerweise brauche ich das nicht. Aber falls ich es mal brauchen sollte, kann ich ja mal nach dem Video suchen. Ja, und Timo, vielen, vielen Dank für das Lob. So, gleich ist es wieder voll. Und Björn, ja, manchmal lässt er eine angefangene Bahn liegen. Genau. Das liegt daran, dass ich immer versuche, auch noch mit dem Chat mitzuhalten, dass ich nicht allzu viel verpasse. Und ja, das kollidiert dann mit meiner etwas unkoordinierten Fahrweise. Darum mache ich auch mehr Videos als Streams, weil ich bei den Videos mich besser darauf konzentrieren kann, was für einen Mist ich da verzapfe. Aber wir kommen ja auch im Stream halbwegs voran, finde ich. Gut. Und irgendwann sollte ich auch mal da diese halbe Bahn mitnehmen. Ah, FZME13, das freut mich ja, dass du gerne meine Let's Plays anschaust. Sehr gut. Servus Knecht Atri, sei gegrüßt. Ah, und Slim HP, du bist durch meine Videos hier gelandet. Das freut mich.
Und Timo, dir gefällt es, dass ich mich getraut habe, mit Null anzufangen? Ja, eigentlich mache ich das generell sehr gerne, aber im LS22 ist alles so genervt gegenüber dem LS19, dass es viel, viel länger braucht, bis man da mal zu Potte kommt. Also die haben ja nicht nur die Getreideerträge genervt durch die Jahreszeiten. Also ich meine jetzt nicht Nerven, sondern Nerf mit F. Das heißt so viel wie leistungsmäßig verringern oder so. Und sondern sie haben ja auch die Aufträge ziemlich reduziert. Also dass man weniger über hat zum Beispiel und bei Ernteaufträgen dadurch deutlich weniger verdient als früher. Und dann ist es natürlich schwieriger. Da muss man ackern und ackern und ackern und kommt nicht recht vorwärts. Und in einem Let's Play ist das gelinde gesagt schwierig. Weil man bei einem Let's Play ja schon irgendwie erwartet, dass sich da was tut, dass da mal ein eigener Traktor gekauft wird. Endlich mal ein eigener Hof und sowas. Und das, finde ich, ist deutlich schwieriger geworden im LS22. Aber so nach und nach habe ich mir so ein paar Tricks erarbeitet, wie es zumindest bei normalen Let's Plays trotzdem gut vorangeht. Mit Gärten und kleinen Produktionen und Fleischrindern. Und dann kommt man schon irgendwie zu Potte. So, mal gucken, was ich alles verpasst habe. Nabend Bauernpower, sei gegrüßt. Oh, und danke für das Lob, Zwergenlord. Sabrina, Hallöchen. Grüß dich. Ah, okay. Fits me. Jo, alles klar. Ich versuche mir das zu merken. Fits me. Ja, sonst denkt man immer an FSME oder so. Hallo, Sarah Meyer. Grüß dich. Oh wow, du bist schon bei den Anfängen meiner 100 Baby Challenge dabei. Das ist ja cool. Und spielst inzwischen den LS22. Das finde ich ja super. Hier habe ich wieder einiges verpasst. Und jetzt müsste eigentlich auch mal voll sein. Komm hier, den letzten. Jetzt ist er voll. Wunderbar. Ah, und Slim HP, du hast auf der St. Kalle mit Null angefangen. Jo, ein Weilchen braucht man schon. Ich denke mal, wenn man so für sich selber spielt, dann wirkt sich das nicht so gravierend aus, dass es eine Weile braucht, dass man zu Potte kommt. Aber in einem Let's Play braucht man, glaube ich, für mein Gefühl in kürzerer Zeit mehr Erfolge, als wenn man alleine für sich spielt. Oh, und Fitzmi, du bist über die LS19 Tutorials zu mir gekommen. Das finde ich ja klasse. Und ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Zeit, um den LS einfach mal so privat zu spielen. Aber ich meine, ich brauche nicht klagen, ich darf ihn jeden Tag spielen. So. So, jetzt mache ich mal Schluss mit dieser Folge. In der nächsten Folge geht es weiter mit diesem Livestream. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss!